So, willkommen zu einem neuen Video aus Polen. Genau, wenn wer den ersten Teil verpasst hat, wo waren wir da? In Tschechien. In Tschechien. Ja, wer es verpasst hat, schaut mal in die Videobeschreibung. Da ist auf jeden Fall der Link zu dem ersten Teil zu finden. Wir sind jetzt gerade eingecheckt im Holiday Inn in keine Ahnung wo. Ich weiß auch nicht. Nee, Katowice sind wir doch. Ja, Katowice. Irgendwo Katowice. Auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Zimmer, wie ich finde, so auf den ersten Blick. Ja, finde ich auch. Ne? Badezimmer sieht auch ganz gut aus. Badezimmer habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, einmal reingeguckt. Oh, hier ist eine schöne Kaffeeecke. Das ist sehr, sehr schön. Aber ich glaube, Frühstück ist inklusive, ne? Was sie trinken hier. Ja, keine Minibar. Ne. Doch, aber es ist schon leer. Ist leer. Ja, toll. Super, dann gucken wir uns mal hier noch das Badezimmer an. Ah, wir haben ja auch Frühstück dabei. Oh, die schöne Dusche auf jeden Fall. Sehr, sehr, sehr nice. Ja, sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Hast du super ausgesucht, Anja. Ja, hier haben wir noch eine Büste für dich, um dein Fell zu gehören. Ja, vielen, vielen Dank. So, es ist jetzt, wie spät eigentlich? Halb 10 oder so, glaube ich. Halb 10. Wir werden uns jetzt frisch machen und dann Chili Milli, noch ein bisschen Netflix im Bett gucken. Und dann, dann melden wir uns auf jeden Fall am nächsten Tag. Das ist dann morgen früh. Ja, ich hoffe. Es sei denn, wir schlafen durch. Das bezweifle ich. Ich auch. Aber vielleicht passiert's. Also auf jeden Fall bis morgen. Bis morgen. So, einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben gerade schon mal den ersten Teil unserer ganzen Klamotten zum Auto gebracht. Und jetzt geht's frühstücken. Endlich. Endlich. Und dann geht die Tour schon weiter. Und ich muss sagen, es ist eisig kalt draußen. Es ist richtig kalt draußen, ehrlich. Ja, ist halt Osteuropa, ne? Dementsprechend kalt ist es hier auch, ne? Das war lecker, ne? Ja. Sehr, sehr, sehr gute Auswahl hatten die gehabt, wirklich. Sehr, sehr gute Auswahl. Ausgecheckt haben wir, es ist wirklich ultra kalt. Also eigentlich müsste man schon gleich eine dicke Jacke anziehen wie Anja für den Lost Place Besuch. Wir müssen jetzt auch noch ein bisschen fahren, ich weiß nicht mehr so wie lange. Zwei Stunden, glaube ich. So. Zwei Stunden, yeah. Und dann nochmal sehr viele Stunden. Oh, das freut mich sehr, Anja. Naja, erstmal haben wir ja da zwei Lost Places, zwei, drei, vier. Ja, dann schauen wir mal erstmal Auto einsteigen und wieder fahren. Warte mal, warte mal, warte mal. Jetzt hast du genau teure genommen. Diesel. Wie groß sind noch Diesel? Eine ist so einmal 7, das schwarze musst du nehmen. Hast doch recht richtige genommen. Das blaue kostet mehr. 7 Zloty pro Liter. Was ist denn das? Also 7 Zloty entsprechen 1,48 Euro. Das ist aber echt günstig, ne? Für Diesel. Es ist so scheiße kalt, Leute. Boah, mir fallen fast die Finger ab vom Film, ey. Auto vollgetankt für 354 Zloty. Wir haben getankt. Anja, wie viel war jetzt das gewesen? 75 Euro. 75 Euro für die Tankfüllung. War jetzt nicht ganz leer, aber haben jetzt schon mal vollgetankt. Ich habe mich noch mal beraten lassen wegen dieser blöden Maut und wir haben jetzt noch mal Maut bezahlt. Und zwar die ganze Strecke hoch bis Warschau. Jetzt sicher ist sicher. Das ist so kompliziert hier in Polen. Wirklich, also wirklich richtig dumm gemacht. Ja, und das ist auf jeden Fall nur für die Hinfahrt. Das bedeutet, dass wir auf jeden Fall die Rückfahrt auch noch mal kaufen müssen. Ja. Ne, also da hatte sie gesagt, man könnte es jetzt schon kaufen, aber ich wusste halt auch nicht ganz genau, wo wir auf die Mautstraße fahren werden. Dann hatte sie auch gesagt, dann einfach nochmal anhalten, nochmal nachfragen und das dann holen, weil man soll auf jeden Fall ein Mautticket kaufen. Ansonsten gibt es nämlich wohl hohe Strafen, wenn man halt das nicht macht. Aber es ist wirklich von allen Mautsystemen in Europa das Dümmste. Das Dümmste und undurchschaubarste. Das ist überhaupt, ja. Ja. Also früher gab es ja hier noch Maut, Maut-Apps, also so. Wie sagt man das? Mautterminals, ne? Ja, so. Ja. Also wie man das so in so Österreich kennt. Halt genau, Mautstation. Genau. Man hält da an, man kann mit Karte bezahlen oder hat sowas wie wir hier, ja, dass er das direkt erfasst mit dem Kennzeichen.
und dann kann man durchfahren oder bezahlt bar, wie auch immer. Und jetzt haben sie es ja umgestellt, seit, weiß ich, 2 Jahren oder so. Mhm. Und es ist einfach ultra kompliziert. Also selbst mit dieser blöden App oder im Internet, man kann es auch online machen, aber selbst das funktioniert. Also da stehen dann irgendwelche Orte, wir wissen ja gar nicht, wo welcher Ort ist. Nee. Es ist total blöd gemacht, ehrlich. Und was mir auch aufgefallen ist, ist es auch gar nicht irgendwie ausgeschildert. Ne? Also es ist wirklich nicht ausgeschildert auf der Autobahn, dass man jetzt sieht, ab hier muss man Maut bezahlen. Ja. Und wenn es ausgeschildert sein sollte, dann natürlich wohl in Polnisch, denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es nämlich nirgendwo. Ja, ich habe es nämlich nirgendwo in Englisch gesehen. Nee. Also dass es nicht in Deutsch steht, ist klar, ist auch okay, aber es soll zumindest dann in Englisch stehen, dass man hier auf einer mautpflichtigen Strecke fährt. Ne? Also es ist echt nur in Polnisch. Jetzt ist hier eine Mautstation. Das ist irgendwie eigenartig. Jetzt gucken wir mal, ob wir da schon bezahlt haben oder nicht. Müssen wir mal nachfragen. Irgendwie echt alles eigenartig hier. Offensichtlich müssen wir jetzt hier für ein kleines Streckenabschnitt-Gedöns auch nochmal Geld bezahlen. Also ich bin der Meinung, das ist hier diese private Strecke. Das ist nur ein kleines Stückchen. Okay. 13 Slotty. Danke, das ist ciao. Was auch immer. Ciao, ciao. So, nochmal 13 Slotty losgeworden. Ja, ach, ich brauche schon Geld. Es ist aber trotzdem einfach, für Maut einfach, weiß ich nicht. Warum? Das war jetzt einfach, ja. Aber das ist hier ein privater Anbieter. Alles andere wurde ja umgebaut. Aber trotzdem, allein dieses Umgebaut. Also mich regt die Maut gerade in Polen wirklich komplett auf. Also nicht das jetzt hier, das war ja noch einfach, aber der ganze andere Rest. Es geht ja nicht ums Bezahlen an sich. Es geht einfach darum, dass es so kompliziert ist. Ich hätte gestern schon zu Anja gesagt, eigentlich wäre es clever, wenn sie es irgendwie so unterteilen würden, man fährt auf die Autobahn auf und dann sieht man, oh, ich bin jetzt im grünen Abschnitt, heißt, ich muss jetzt für den grünen Abschnitt ab hier Maut bezahlen. Man muss immer angeben, wo ist man auf die Autobahn aufgefahren und wo ist das Ziel. So, Autobahn aufgefahren ist noch nicht mal die Autobahnauffahrt oder wo wir draufgefahren sind, sondern irgendwelche Orte, die man überhaupt gar nicht kennt. So, und das ist für Ausländer, finde ich, total kompliziert. Also wirklich, ich finde es komplett kompliziert. Gerade wenn man halt nicht so häufig hier lang fährt wie wir. Also ich sag mal so, hiermit wäre es am einfachsten. Ja. Schön durchfahren und gut ist. Ja. Jetzt haben wir noch 2 Stunden vor uns, dann sind wir endlich da. Yeah! Hurra! Hurra! Entfernt. Oh, und es ist ultra kalt, Leute, und sehr windig. Hier ist noch so ein Automat, wo man sich was zu trinken holen kann oder noch ein paar Snacks holen kann, wie man sieht. Menschenskinder, ne, ist das kalt. Schauen, wie hier die Toiletten aussehen. Ja, die Toiletten waren ganz okay. Wolltest du was haben? Ja? Noch einen kleinen Snack? Anja hat jetzt irgendwas von Maggi sich geholt. Keine Ahnung, was das auf Deutsch heißt. Bin mal gespannt, was das Ergebnis sein wird. Oh, es ist kalt. Also Leute, so weit im Osten waren wir bislang noch nie gewesen. Und die ukrainische Grenze ist auch nicht mehr weit weg. Also... Wahnsinn! Also definitiv die östlichste Tour, die wir bislang überhaupt jemals gemacht haben. Ist, glaube ich, jetzt fertig, oder? Ja. Oder? Irgendwie. Ach Gott, was ist das denn? Was ist das denn? Das sieht ja... Ich
Ich glaube, das wollte Anja sicherlich nicht haben. Keine Ahnung, was das ist, Leute. Ich weiß es nicht. Erinnert mich so ein bisschen an rote Beete oder so. Naja, mal gucken, was Anja dazu sagt. Naja, gucken wir mal, ob du das magst. Das werden wir sehen. Taste it. Ach du Scheiße, was ist das denn? Was hast du gedrückt? Du hast das gedrückt. Du hast nur Maggi gesehen. Das sieht aus wie rote Beetesuppe oder so. Oh nee. Maggi. Lecker. Na, probier mal. Komm, jetzt probier. Es riecht schon so nach Maggi, ne? Aber es sieht... Nach nichts. Schmeckt für mich nach nichts. Guten. Probier mal. Ich hab's schon probiert, danke. Als ob. Hast du eh nicht. Hab ich. Hast du nicht. Hab ich und ich hab's auch auf Kamera festgehalten. So, weiter geht's. So, ziemlich durchgefroren haben wir die allererste Location auf jeden Fall geschafft. Super, super geile Location, mega, die Anja rausgesucht hat. Absolut phänomenal, das kann ich jetzt schon mal sagen. Sahnestückchen. Ein richtiges Sahnestückchen. Auch wenn das Ganze abrupt beendet wurde, die Erkundung, kann ich euch jetzt verraten, dass es auf jeden Fall sich gelohnt hat, auch der Ärger. Mega, mega geil. Jetzt müssen wir mal ein bisschen schauen, die Straße ist sehr, sehr kaputt hier, wo wir langfahren. Ja, also so weit im Osten, Leute, waren wir definitiv noch nie zuvor bei der Lost Place Tour, das kann ich euch sagen. Ich habe ja gerade auch schon mal erwähnt, bis zur Ukraine ist es nicht mehr ganz so weit. Anja gibt jetzt mal das nächste Ziel ein und dann schauen wir mal, ob wir da auch so viel Glück haben wie gerade. So, wir sind an der nächsten Location angekommen. Die ist direkt neben uns. Wir haben auch schon den absoluten Trampelweg entdeckt. Also wirklich zu und ja, ist die Location auf jeden Fall nicht. Und ja, schauen wir einfach mal, was uns jetzt hier erwartet. Und wenn es was wird, dann seht ihr es auf jeden Fall in dem Video. Genau. Wir sind auf jeden Fall am Popo der Welt. Ja. Mitten im Osten, sehen wir mal. Ja. Oder? Und sehr trostlos hier. Ja, ist nicht schön hier. Mhm. Oh, wieder zurück, oder? Ja, fahr jetzt mal zurück. Oh, Leute. Video. Ist die Straße zurück. Achso, ja, würde ich auch aus der Straße zurückfahren. Video ist im Kasten. Ach, wir holen uns erstmal hier von der Location ab, bevor wir uns umziehen. Oh Gott, Haare komplett zerstört. Ah, egal. Mega, mega geile Zeitkapsel. Das kann ich euch verraten. Mega, mega geile Zeitkapsel. Jetzt kommt da jemand raus. Ja, aus. Ich hab gewunden, aber ja. Der war wahrscheinlich noch damals in der Schule gewesen. Ah, die wir besucht haben. Das habe ich so gespoilert, Leute. Wir haben uns eine Schule angeguckt und es war eine Zeitkapsel. Eine richtig krasse Zeitkapsel. In diesem komplett kleinen Minidorf. Guckt mal. Seht ihr das hier? Das wird auf jeden Fall ein richtig, richtig cooles Video. Da könnt ihr euch freuen. Also ich bin echt begeistert. Hast du wirklich super rausgesucht, Anja? Danke. 1A, also wirklich 1A. Es freut mich, dass es dir gefallen hat. Ja. Und ich hoffe natürlich, euch gefällt es auch. Das hoffen wir mal, ne? Wir fahren jetzt erstmal aus dem Ort hier raus und dann werden wir uns mal ausziehen, also die Jacken ausziehen. Handschuhe. Und du hast doch die Handschuhe an. Und die Schuhe wechseln. Oh, die Landschaft ist so geil. Guckt euch das mal an. Hätte ich echt überhaupt nicht gedacht, ne, dass Polen so landschaftlich so eine krasse Vielfalt hat. Ne? Also richtig, richtig facettenreich, richtig, richtig klasse. Gefällt mir wirklich sehr gut, auch wenn es teilweise sehr trostlos aussieht dadurch. Ja, das stimmt. Aber ich denke, im Sommer wird es hier auch wieder ganz anders aussehen. Ne? Ja, klar. Das stimmt. Hier ist so eine Transportstrecke. Und die haben wir gerade schon gesehen. Es geht unendlich lang, selten so eine lange Transportstrecke gesehen. Hier ist so eine Fabrik, aber die ist offensichtlich noch nicht verlassen, auch wenn sie so aussieht. Wir warten noch drauf. Wir warten noch drauf, oh, krass, ey. Das wäre auf jeden Fall ein geiler Lost Place.
Ja, aber wir haben hier wirklich auch unser Lost Place Phänomen, wie wir es auch häufig in Belgien und Frankreich haben. Wir denken, ein Ort ist verlassen und dann stellen wir fest, oh, da wohnen doch noch welche oder oh, das wird doch noch genutzt. Und das ist hier, glaube ich, noch ein Stück krasser, finde ich, als vielleicht in Belgien oder in Frankreich. Ja, also ich finde, aber auf jeden Fall sind wir vorhin durch verschiedene kleine Ortschaften gefahren und da war ungelogen jedes vierte, fünfte, sechste Haus verlassen. Mhm. Manchmal war es auch das Haus verlassen, also jedes zweite. Aber ich glaube, durchschnittlich so jedes fünfte Haus war da schon lost. Sehr, sehr viele Häuser, die verlassen sind. Ja. Ja, aber da haben wir uns auch erst gar nicht dran gewagt, weil das ist echt wirklich in eine Wohnsiedlung, Haus an Haus an Haus. Und das muss rechts abbiegen. Das Risiko, da erwischt zu werden, ist viel zu groß und das lassen wir lieber mal sein. Wir wollen ja hier so ein bisschen auf Nummer sicher gehen. Was ist ja auch die Frage, ne? Ja. Wenn es dann von innen noch total eingerichtet ist, wovon ich jetzt erstmal nicht so ausgehe, wo könnte man vielleicht sein? Ich weiß nicht, bei dem einen oder anderen waren halt auch die Gardinen davor. Ja. Da war das Fenster dann komplett offen oder die Tür stand offen, wie du gesagt hast, ne? Genau. Pass auf, da ist dann da liegen geblieben. Ja, wir sind jetzt auf dem Weg zu einem Steakhouse, das ist noch 18 Minuten entfernt und dann werden wir erstmal lecker essen. Wie man sieht, wahrscheinlich, es wird dunkel. Aber es ist erst 4:45. Ja. Es wurde um 4:45 wurde es schon richtig dunkel. Also es ist irgendwie, geht es hier deutlich schneller als bei uns. Leider Gottes, ne? Leider Gottes. Wir haben auch jetzt lange überlegt, was wir jetzt machen, weil Anja hat noch ein paar Locations, die sind im Norden von Polen. Und da müssten wir jetzt auch wieder sehr, sehr lange hinfahren, um dann halt morgen von dort aus komplett nach Deutschland wieder zurückzufahren. Und das ist ultra, ultra, ultra weit, weil wir am Montag auch wieder arbeiten müssen. So, und jetzt haben wir uns entschlossen, folgenden Plan zu machen. Die Locations, die jetzt im Norden von Polen noch wären, die müssen wir uns ein andermal anschauen. Wir werden jetzt Richtung Deutschland schon fahren, also sind wir schon auf dem Weg. Eben was essen, dann wollen wir noch in einem Supermarkt. Ich denke, danach werden wir wieder einen Fahrerwechsel machen, dass man ja mal schauen kann wegen einem Hotel. Also Ziel wäre es auf jeden Fall heute vielleicht in Deutschland anzukommen. An der Grenze zumindest. Ne? Genau, wir haben jetzt einen Weg gewählt, wir hatten zwei Möglichkeiten. Entweder fahren wir über Dresden oder wir fahren über Berlin die Ecke. Wir haben jetzt Dresden die Ecke genommen, weil wir einfach der Meinung sind, in der Ecke könnten wir vielleicht noch morgen den einen oder anderen Lost Place auf dem Rückweg mitnehmen. Aber da muss Anja noch mal genau ein bisschen recherchieren, was sie noch so an Locations hat, die wir uns anschauen können. Aber jetzt gehen wir erstmal was Leckeres essen. Oh yeah. So, haben wir es noch umgezogen, schnell. Ja, jetzt so mit Urbexer Klamotten da hinzugehen, sieht ein bisschen komisch aus, ne? Ja, ein bisschen. Ein bisschen. Aber es soll ein sehr schönes Restaurant sein mit einem sehr, sehr schönen Ausblick. Also ich bin mal jetzt gespannt. Ich bin gespannt, ob wir überhaupt einen Platz bekommen oder so. Ja, da bin ich auch mal gespannt. Oh, die Aussicht ist echt. Aber schon gut. Oh, ja, ich habe auch ganz echt Hunger. Es riecht so richtig nach Holzkohlegrill hier, ne? Findest du nicht? Ja, so ein bisschen. Geil. Stawiki Zapras. Ja. So, mit Google Translate haben wir jetzt mal geguckt, was wir hier haben wollen. Jetzt sind wir Finger draufgelegt, dass wir es nicht hier durcheinander kommen. Ich werde ein Schweinesteak nehmen mit so einem Salat, den hier. Und Anja nimmt einen. Ich nehme einen Burger. Das klingt sehr gut. Ja, kann man ja nicht viel falsch machen, ne? Leute, wir müssen uns gerade totlachen. Anja, was hast du bestellt? Sag mal. Also, es gab hier kleine Cola. Und ich dachte mir, okay, bestellst du eine große Cola? Und hab dann einfach mal das hier bekommen. Das ist echt geil, ehrlich. Ich glaube, die reicht, Anja. Ich glaube nicht. Also ich glaube, ich muss noch eine bestellen. Das also ist wie so Bier, das, ne? Das hätte ja gereicht. Ja, ja. Du hast quasi ein Liter Bier. In manchen Geschäften, in manchen Restaurants kriegt man so Bier geliefert. So ein riesen Glasding halt, ne? Ganz ehrlich. Ich hoffe, das reicht. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Ich trinke dann erstmal was von meiner leckeren Cola. Nee, nehme ich zu viel. Guck nicht so gierig, nicht, dass du mir die nachher noch wegtrinken willst.
sehr, sehr, sehr lecker gegessen. Also wirklich. Also es hat wirklich so geschmeckt, wie es aussah. Ja, also es war wirklich sehr, sehr lecker. Mega hat geil. Super geschmeckt und das Ganze hat 161 Stotti gekostet. Anja hat ja nur eine ganz kleine Cola bestellt, habt ihr ja gesehen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie teuer 161 Slotty sind, aber... Das rechne ich gleich mal aus. Ich fand es jetzt eigentlich nicht teuer, sei denn, das ist doch teuer, dann kriegt ihr die Laune. Aber ich glaube nicht, dass es so teuer ist. Ich guck mal, warte mal. Ach, so, lass mal ein bisschen ins Licht gehen. Ich sehe gerade, wir sind nämlich komplett dunkel, komplett black. Anja, guck mal eben nach und dann haben wir auch wieder mehr Licht. 161 Slotty. So Leute, wir sitzen jetzt im Auto. Gerade war es einfach viel zu dunkel. Also man hätte zwar unsere Stimmen gehört, aber uns nicht mehr gesehen. Das stimmt. Also ich habe es gerade mal ausgerechnet bzw. umgerechnet. Und also, jetzt... Ich schätze erstmal. Ja, Sabrina weiß es noch nicht. Ich würde mal sagen, meins hat mit dem Salat 20 gekostet. Mhm. Deins, fetter 20? Burger... 20 kann ja nicht sein. Dann hätte meins ja 100 irgendwas gekostet. 20 Euro. Ach so. So, deins würde ich mal schätzen, fetter Burger... 12 Euro, deine große Cola, wahrscheinlich nochmal 5 Euro. Ich würde mal schätzen, wir haben so locker um die 50, 60 Euro bezahlt. Wie kommst du denn auf 50, 60 Euro? Wenn dein 20 Euro kostet, hat meins 15? Ist egal, ich würde mal schätzen, so 50 Euro haben wir bezahlt. Okay. Und? Haben wir nicht. Mehr? 34 Euro bezahlt. 34 Euro? Wir haben jetzt echt nur 34 Euro bezahlt. Mit deiner großen Cola. Ich guck gleich jetzt mal auf den Kostenbon, was die gekostet hat. Das interessiert mich jetzt auch mal. Also das war das ist aber mega billig gewesen. Ja, sollen wir nochmal reingehen? Jetzt, wo wir es wissen, können wir auch noch einen Burger essen. Da essen wir jetzt nochmal. Ja. Wir sind nämlich nicht satt geworden von dem kleinen Ding. Nee, aber es war echt super, super lecker und super satt geworden. Die haben auch ganz, ganz tolle Nachtischgerichte ja, gehabt. Ja, die sahen auch richtig lecker aus, aber... Ja. Aber wir müssen auch mal irgendwann noch mal weiter und bis zum Supermarkt, wo wir jetzt hinwollen, brauchen wir... 32 Minuten. Genau. Und danach wollen wir ja auch noch ein bisschen Auto fahren, dass wir vielleicht heute noch in Deutschland ankommen. Also, genau. Gucken wir mal, ne? Denn rechts stehen, links gehen, so. Jetzt haben wir es. Zweimal falsch gesagt. Oh, hier kann man auch richtig shoppen, Anja. Shopping, shopping. Definitiv wahrscheinlich nicht so wie im Outlet. Genau, wir waren einen Tag noch in so einem Outlet mal eben schnell. Da war, ja, das war nicht so schön gewesen. Oh, guck mal, ist sogar Rossmann. Rossmann. Aber? Ah, da ist der Supermarkt. Was hast du denn da? Einkaufswagen. Wie witzig, ey. Ich wollte dich gerade fragen, ob du ein neues Handy haben willst. Ne? Komm mal passend, hier. Passend zu meinem Einkaufswagen. Ja, passend dazu. Genau die richtige Abteilung für Anja. Die Nerf Guns. Brauchst jetzt gar nicht weiterlaufen. Gerade standst du noch hier und war am gucken, welche Nerf Guns sie gerne haben möchte. Gibt es bei uns in Deutschland auch sowas? Waffelteig direkt schon fertig? Oder Berliner Teig? Krass. Interessante Auswahl hier, wirklich sehr, sehr interessant. Schaut mal hier, die haben hier Pepsi Mango. Auch nicht schlecht. Klingt sehr spannend. Aber ich denke, wir bleiben doch lieber bei Cola Zero und Cola. Wir brauchen eine Tüte. Hat 14 Slotti haben wir bezahlt für die riesengroße Tüte. Also das war auf jeden Fall günstiger der Einkauf als das Essen. Ja, wow. Ich glaube, wir sollten künftig immer in Polen einkaufen gehen. Das lohnt sich auch voll. Es lohnt der sich. Aufwand, es ist so günstig. Zeit, die man hier hinfährt. Ja, das ist jetzt egal, aber Einkauf ja. Lohnt sich definitiv. Ne? Ja. Dann gehen wir mal zurück zum Auto. Müssen wir erstmal hier wieder eine Mautplakette kaufen für den Rückweg und wir müssen auf jeden Fall mal gucken, ob wir hier irgendwie Scheibenwasser auffüllen können. Ja, kann ich machen. Das wäre nämlich auch super. Guckst du wegen Scheibenwasser und ich bezahle die Maut?
Ja. Okay, dann viel Spaß. Das will ich haben. Sieht nämlich so aus, als hätten die keins da. Da musst du mal nachfragen. Ja, so Lotus, das ist der Prestation. Oh, I don't understand. Lotus Online. Next. Okay, thank you. Ja, hier gibt es wohl noch kein Mount. Anja ist gerade fleißig am Schrubben. Frau Schrubbmeisterin, wir müssen die nächste anfahren. Nicht schon wieder, oder? Ja, weil hier die attert nicht. Ja, wir müssen ein bisschen sauber machen, die Scheiben. Ja, Scheibenwasser auffüllen kann man leider hier auch nicht. Wir hatten ja schon bei der Hinfahrt das Glück gehabt, dass wir die erste Tankstelle angehalten haben und die hatten kein E-Maut, also kein E-Toll. Und da mussten wir auch bei der nächsten anhalten und genau das gleiche haben wir jetzt hier auch wieder ein zu früh angehalten. Aber wir wollen lieber zu früh als zu spät bezahlen. Das ist voll nervig. Ja, es ist nervig, da hast du recht. Was sehr gut wäre, wenn du vielleicht noch den Spiegel hier machen könntest, weil der ist nämlich richtig, richtig siffig. Das machst du so schön, Anja. Man könnte meinen, es wäre dein Beruf. Ja. Eine Tanke. Vielleicht. Ich glaube, vielleicht machst du mal hier den Spiegel raus, aber ich habe eine Schüssel. Schön. Ja, wie du das bei der Arbeit gelernt hast. Kannst du mit dem Lappen mal bitte drüber gehen? Ja. Oh, es ist so scheiße kalt immer noch, Leute. Oh, warum sollte sich das ändern, sagt Anja. Da hat sie recht. So, mal wieder ab zur Tankstelle. Mal wieder nachfragen wegen der Maut. Also ab jetzt hier auf jeden Fall mautpflichtig. Müssen wir mal jetzt schauen. Hallo, E-Toll? Want to drive to Görlitz? Yeah, but did you go on this hour or not? Yes. Ah, so now you need another one because this is one just, one time, yeah, because okay. Yes, so I'll I thought it's valid to the date. What? Is it not valid to the date? No, this is for one drive through between these dates. Ah, okay. Yeah, I'll make you the new one in this case. What country? That's a German number. Yes, it's a German number. Thank you. Okay, is that all? What? That's all? Yeah. Okay, 1620. It's to Germany, is it right? Yes, it's understood. Es ist wirklich so, ich habe es mir gerade erklären lassen, sobald man einmal auf dieser Autobahn gefahren ist, dann hat man das quasi benutzt. Aber dann warst du im Prinzip warst du nicht falsch dann, oder? Das Ding ist, es ist ja gültig von dann bis dann. Und ich dachte, wenn es dann noch gültig ist, müsste man ja nicht mehr bezahlen. Ne? Aber sobald man einmal auf der Autobahn war, hat er gesagt, ist das quasi damit abgegolten. Das ist Abzocke. Und dann muss man einfach halt ein neues Ticket holen. Es ist einfach Abzocke, meiner Meinung nach. Jetzt haben wir halt zum dritten Mal hier dieses E-Toll bezahlt, plus diese anderen Mautdinger. Aber ist egal. Wir haben auf jeden Fall bis Görlitz, also bis nach Deutschland, haben wir definitiv jetzt hier alles an Maut bezahlt und gut ist. Also sowas. Voll das Drama, ey. Es ist einfach undurchschaubar, wirklich. Sehr, sehr, weiß ich nicht. Also nix für mich. Ich finde dann die Maut in Frankreich, Italien und so deutlich besser geregelt als hier in Österreich, Schweiz, überall ist es besser als hier. Ja. Sachen los, drück das rein. Das passt locker, Sabrina. Ich Dann schenken wir einfach beide aus.
So, wir haben den allerletzten Parkplatz bekommen. Und guck mal bitte, was für viel Platz hier überhaupt noch ist. Und vor allem hier. Weil der nämlich so total bescheuert geparkt hat. Hauptsache, er hat hier schön Platz. Und wir haben jetzt hier nur das. Ganz ehrlich, wie kann man so dumm parken? Sag mir das mal. Keine Ahnung. Vor allem mit so einem relativ kleinen Wagen, ne? Ganz ehrlich. Ja. Müssen wir hier rein? Stimmt, hier war der Eingang. Naja, doch, hast recht. Wir sind übrigens jetzt in einem Hotel, wo wir letztes Jahr schon mal waren, als wir hier in Polen waren. Und haben von denen sogar ein Upgrade bekommen aufs Zimmer, weil wir schon mal hier waren. Tick, 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 rein. Kartons rein. Das riecht sehr gut hier drin, ja. Uiuiui. Sehr, sehr schön. Schön großes, großes, geräumiges Zimmer. Sehr, sehr nice. Geht schon direkt der Fernseher an. Wunder, wunderbar. Sehr, sehr schön. Das ist aber echt groß, ne, hier so. Von der Fläche. Ich habe es ja auch gesehen, ich glaube, 5 Quadratmeter größer als die anderen. Ja, okay. Ich glaube, 30 Quadratmeter sind das. Die anderen wären 25 gewesen. Das ist aber echt sehr nett, dass wir so ein Upgrade bekommen. Ne? Ja, wir können gerne öfters so laufen. Also. Ja. In anderen Hotels, wo wir schon 30 Mal waren, da kriegen wir nicht ein einziges Mal ein Upgrade, oder? Das stimmt. Und hier nur ein einziges Mal gewesen und direkt ein Upgrade. Zeige ich euch nochmal schnell hier unser Badezimmer. Machen wir mal Licht an. Tada! Sehr, sehr nice. So ein Balkon machen. Ja. Wow. Wow. Schöne Aussicht. Beautiful, beautiful, beautiful. Ja, schon. Gefällt mir. Ja. Oh, so Leute, es war echt sehr, sehr lecker. Und draußen ist es so richtig schön am Schneien. Das sieht richtig, richtig winterlich aus. Ne? So richtig. Das erklärt wenigstens auch die Temperaturen von gestern. Ja, ja, aber ich glaube, gestern hatten die schon Schnee angesagt. Ja, eigentlich. Gestern, ne? Gestern wird es auch schon wieder Schnee. Ja. Ja, Leute, wir werden jetzt unsere Sachen aus dem Zimmer holen und dann geht's ab in die Tiefgarage. Ich bin sehr gespannt, ob unser Auto jetzt noch eingepackt ist oder ob die Person nebenan schon rausgefahren ist. Das mache ich gleich mal eine Durchsage, die verstehen wahrscheinlich eh alle nicht. Genau, und dann werden wir auf jeden Fall Richtung Deutschland fahren. Anja hat auf jeden Fall schon eine Location herausgefunden, die noch auf ihrer Liste ist, die wir uns immer anschauen wollten. Da werden wir anhalten und dann melden wir uns später. Boah, ist der Wagen dreckig, Leute. Schaut euch das mal an. Alles von dem Wetter, was hier ist. Richtig heftig, heftig. Wie schmutzig an hier der Wagen ist, ne? Ja, ich weiß. Boah, krass. Erste Anfang morgen. Auto waschen. Erstmal Auto jetzt wieder beladen und dann geht die wilde Fahrt weiter. Schauen wir gerade hier eine Location an. Aber das Problem ist, dass der Zugang wohl auf der anderen Seite vom Gebäude sein muss. Und aufs Gelände zu kommen ist ein bisschen tricky, weil ein Teil davon noch nachgenutzt wird. Mal schauen, ob ich irgendwas entdecken kann, aber es sieht gerade schlecht aus. Hier ist definitiv ein neues Schloss vorgekommen, wie man sieht. Sieht auf jeden Fall schon sehr cool aus. Aber man müsste hier
über einen Zaun klettern von den Nachbarn. Ja, das kannst du komplett am helllichten Tag vergessen. Ja, eigentlich wirklich sehr, sehr schade. Eigentlich eine sehr vielversprechende Location, aber es ist jetzt in dem Augenblick für uns zu, weil, wie gesagt, wir müssten über den Zaun klettern. Das hier bei der Nachbarschaft, das kannst du vergessen. Also zumindest unauffällig vergessen. Sehr, sehr schön. Oh, Anja, die haben hier auch eine Aperitive, eine leckere Bohne für dich, für 10 Euro. Voll. Guck mal, was du heute ausgesucht hast, ne? Ja, die bin ich viel übrig, ne? Lecker Schmecker gegessen. Ja, jetzt müssen wir noch wie viele Stunden nach Hause? 3 Stunden nach Hause fahren. Genau, 3 Stunden nach Hause fahren und werden auch heute nichts mehr gucken. Wir kommen heute Abend irgendwann dann in Hamm an. Das reicht auch, denke ich mal. Wir sind ja auch ein bisschen platt von dem Ganzen. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne noch einen Kommentar. Abo nicht vergessen für weitere Videos. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und bis dahin. Ciao. Ciao, ciao.